Elbepark. Was zur Hölle ist los mit denen? Und dann das Witzige, kam ein verdammter Funkspruch, dass du unterwegs bist auf der Autobahn Richtung Elbepark. Sofort zwei Cops in die Streifenwagen und haben sich verpisst. Pass auf dich auf, Mann. Guten Tag, gerade hier, Tuning-Kontrolle. Ich bin ein frustrierter Bulle, weil ich bei Mutti noch wohne. Also jetzt Motor aus, Führerschein und Fahrzeugpapiere. Steigen Sie aus, denn wir müssen Ihren Wagen kontrollieren. Jo, normalerweise bin ich bei der Fahrerstaffel. Doch weil ich nen Platten habe, fahre ich heute ne Streifenwagen, das passt gerade. Herr Polendioxid, Sie wissen doch, was Phase ist. Dass der allgemeine Zustand vom Wagen grad kacke ist. Riss in der Scheibe und paar Reifen, die schleifen. Und meistens reicht es aus, um an der ganzen Scheiße zu zweifeln. Also warten Sie hier, ich rufe Herrn Graschke an. Damit der sieht, was Sie am hinteren Teil von ihrem krassen Wagen haben. Garschke Fanclub und er feiert es hart. Aus der Kontrolle wird ein Shooting mit dem bekanntesten Star. Ich biete an, dass ich nen Hänger hole und heimfahre. Garschke sagt ja, doch Kerali sagt nein, Mann. Der Wagen wird beschlagnahmt, ihre Fahrt endet hier. Wir fahren auf Achse Eskorte direkt zum Revier. Es wird mit Vorsatz gehandelt und das wissen sie selber. Mit vier Streifenwagen, als wär ich der größte Verbrecher. Ich hab ihnen angeboten, dass ich die Strafe zahl. ETC zum deutschen TÜV fahr und alle Mängel behebe. Sie wollten mir eins reindrücken und ihre Macht zeigen, nächstes Mal beschlagnahmen sie die richtigen. Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem sehr unangenehmen Video. Und ja, es ist passiert und die Gerüchte sind wahr. Was gestern passiert ist, was ihr jetzt schon wahrscheinlich gerade eben gesehen habt, ich weiß noch nicht, wie ich das Video schneide, wie ich das Video mache. Aber ja, gestern war Karfreitag und es war Saisoneröffnung in Dresden. Und ja, eigentlich wollten wir uns alle friedlich treffen und einen schönen Abend haben. Natürlich hat mich die Polizei schon auf der Autobahn abgefangen. Ich habe mehrere Anrufe bekommen, Nachrichten, dass Autos schon stillgelegt worden sind, dass im Funk durchkam, dass ich schon auf der Autobahn zu sehen bin, dass schon Streifenwagen losfahren etc. pp. Ja, was ist genau passiert? Es geht auf jeden Fall nicht um diesen BMW hier. Es geht um das Community-Projekt. Das wurde gestern beschlagnahmt und der Grund dafür ist, sage ich euch ehrlich, bin ich auch selber schuld. Ist einmal ein Riss in der Scheibe und ja, das Auto zu tief, also die Reifen haben einfach geschliffen im Radkasten. Auch keine Beleidigung gegen die Polizisten, die euch bekannt sind, gegen den Herrn Garschke und auch gegen Herrn Aykali, der Fahrrad fährt. Auf jeden Fall hat mich der Herr, er heißt jetzt Herr Aykali, ich kann den Namen nicht aussprechen, ich konnte mir nicht merken gestern. Herr Aykali hat mich gestern von der Fahrradstaffel mit dem Streifenwagen auf der Autobahn rausgezogen. Davor sind schon zwei Streifenwagen gefahren und kurz zu sagen, wurde ich von der Autobahn runtergelotst, kurz vor Dresden, also eigentlich kurz vor Elbepark. Und ja, der liebe Herr, ich kann es natürlich nicht in den Videos zeigen, er hat mir erlaubt zu filmen, ja, auch der Herr Garschke hat erlaubt zu filmen, bloß die Gesichter sollen verdeckt bleiben. Wie gesagt, ihr könnt es mir glauben oder nicht. Ich blende euch die Aufnahme ein, aber mit verzerrtem Gesicht, als der Herr Aykali da schon zu meinem Auto lief, hatte er ein breites Grinsen drauf, das könnt ihr euch gar nicht denken. Ja? Und diese Kontrolle ist definitiv mit Vorsatz, denn er kam sofort dazu, ja, wer sich so groß auf Instagram präsentiert und so groß ansagt, der muss mit uns rechnen, dass wir ihn kontrollieren. Die haben quasi nur gewartet, dass ich nach Dresden komme, um mich zu kontrollieren. Ja, viele dachten bisher, polnische Zulassung, ja, da ist man unantastbar und so weiter und so fort. Nein, das habt ihr vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Es geht darum, ich muss natürlich jetzt nichts eintragen oder so. Trotzdem muss alles Hände und Füße haben. Ne? Es darf eben nicht schleifen, ja, auch eine kaputte Scheibe ist auch für mich ein Mängel. Ja, zum Beispiel das Auto, ja, hatten wir auch Probleme in Österreich. Da war es auch, weil eine Schraube gefehlt hat im Lenkrad und weil die Reifen hinten runter waren. Sonst war ja an dem Auto alles in Ordnung. Ja, und wären diese Mängel nicht gewesen, dann hätte ich auch weiterfahren dürfen. Genauso ist es mit dem Community-Projekt. Hier war ein Riss in der Scheibe natürlich vorne, von dem ich ja natürlich wusste. Ich werde mich auch jetzt wahrscheinlich hier selber belasten. Wie gesagt, ich nehme die Strafe auch hin wie ein Mann.
Reifen, die halt schleifen. Ja, und das geht halt nicht. Ich habe auch angeboten, dass ich gerne das Auto von mir aus gerne vor Ort hochschraube, ne, aber das hat nichts gebracht. Ich habe auch noch gesagt, von mir aus können wir es auch gerne so machen. Ich zahle jetzt ein Bußgeld für die Scheibe und auch das Bußgeld, ne, für das Schleifen. Ich habe gesagt, ich rufe auch gerne jetzt jemanden an, der mit dem Trailer kommt, wir das Auto aufladen und ich das Auto bis dahin erstmal nicht fahren werde und von mir aus auch gerne hier vor Ort bei mir in der Heimatstadt vorführen werde bei einem deutschen TÜV, ja, dass die Mängel behoben sind. Dass ich sozusagen einen Mängelschein kriege. Das war für Herrn Garschke okay, ja, aber für den Herrn Aykali nicht. Ja, in der Zwischenzeit waren ja auch schon, glaube ich, 4 Streifenwagen da. Dann ist auch mein Kameramann, der Ramin, dazu gekommen, das Ganze auch zu filmen, weil ich habe gefragt, ob ich mir einen Zeugen dazu holen darf. Weil wenn da jetzt 4 Streifenwagen dastehen und die mir sonst was erzählen, ich würde schon gerne einen Zeugen dabei haben, weil man weiß ja nicht, wenn man mit dem Herrn Garschke zu tun hat oder mit dem Aykali, die Fahrradklingelfahrer, was dabei rauskommt. Ende vom Lied ist, Herr Garschke hat gesagt, es geht klar, aber dadurch, dass mich der Herr Aykali rausgezogen hat, hat er das letzte Wort. Laut Herrn Garschke hätte ich mir einen Hänger holen können, das Auto mitnehmen, Bußgeld zahlen können und ne, die Mängel beheben und wieder vorführen. Das hat dem Herrn Aykali nicht. Ich kann nicht Aykali sagen, ich kann da nicht ernst bleiben. Der von der Fahrradstaffel. Auf jeden Fall hat er das verneint. Er hat gesagt, wir fahren das Auto Eskorte zum Revier. Was ich auch nicht so verstehen kann, wo ich auch sage, okay, ich bin auch dankbar. Ne? Er hätte auch sagen können, ey du, wir rufen jetzt hier einen Abschlepper, das geht gar nicht. Ne? Aber wenn da so große Gefahr davon ausgegangen ist, wegen dem Riss in der Scheibe und Reifen, die schleifen, hätte man ja eigentlich mich auf einen Abschlepper zum TÜV bringen sollen. Ja, das ist nicht geschehen. Ich durfte ganz normal Eskorte das Auto da hinfahren. Und das Ende vom Lied ist, er hat mir gesagt, dass Dienstag der TÜVer da ist. Er dann feststellt, wie gravierend die Mängel sind. Wir zwischen 90 bis 400 Euro Bußgeld erwarten mich da. Und dann kann ich das Auto auch wieder abholen. Natürlich auf dem Hänger. Ne? Das ist klar wie Kloßbrühe. Keine Ahnung, wie das Video wird. Das ist erstmal der Anfang. Wie es weiter verlaufen wird, werdet ihr jetzt wahrscheinlich sehen. Ich warte jetzt erstmal fleißig auf den Anruf, wann ich das Auto abholen kann. Bis dahin bleibt erstmal ganz ruhig. Wie gesagt, keine Beleidigungen in den Kommentaren und wir sehen uns dann gleich danach. Unser Dienststellestand ist jetzt soweit wieder abholbereit. Allerdings ohne Kennzeichen, die sind durch den Kollegen Garschke aufgrund der Mängel über die Zulassungsstelle Dresden an die entsprechende Botschaft nach Polen und dann von dort aus an die Zulassungsstelle nach Polen geschickt worden. Och, meine Fresse, es ist so inkompetent. Entschuldigung, dass ich das sage, aber das ist also wirklich, also, ne, also Sie können ja nichts dafür. Alles gut, also das Fahrzeug kann ich heute abholen sozusagen. Genau. Alles klar, machen wir so. Gut, dann super. Bis dann gleich. Danke, tschüss. Jo, ey, ohne Scheiß, gewisse Sachen kannst du dir echt im Leben nicht ausdenken. Diese Aktion wieder von der Polizei, das ist wirklich wieder reine Schikane. Weißt du, das Ding ist, sie können das Auto nicht stilllegen und so weiter und so fort, aber dann einfach die Kennzeichen abzumachen und samt den Fahrzeugschein, Alter, 800 Kilometer nach Polen zu schicken, das ist einfach nur reine Schikane. Ich meine, ey, scheiß drauf, mich juckt's nicht, Alter. Ich lass mir die Papiere und die Kennzeichen wieder zurückschicken. Aber das ist schon wieder reine Schikane. Deswegen, ich muss jetzt einen Hänger mieten. Ihr habt's ja gerade mitbekommen im Telefonat. Und dann geht's jetzt nach Dresden und wir holen die Karre ab. Und ich bin gespannt, was für ein Bußgeld auf mich wartet. Und du, Alter, mir fehlen komplett die Worte. So, wir sind back, wieder in der Halle. Das Auto ist wieder da, wo es hingehört. Mir ist ein kleines Ungeschick passiert. Beim Aufladen ist die Stoßstange natürlich kaputt gegangen. Ich habe es eingesehen, das Auto ist zu tief, aber ein bisschen passt noch was da rein. Und ja, hier geht es auch noch. Aber ja, ich sehe es selber. Ja, also es ist wirklich zurecht, was passiert ist. Obwohl wir eigentlich wirklich die Radkästen gezogen haben, as fuck. Hat es trotzdem geschliffen. Ja, wie gesagt, ich sehe es natürlich ein. Ja, wir laden jetzt den Wagen ab und dann bequatschen wir alles weitere jetzt, was mit dem Wagen passiert. Ja.
gibt jetzt ein kleines Statement. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich mich von diesem Auto bzw. wir verabschieden werden. Es ist einfach zu viel passiert. Und wir haben ja auch mittlerweile den Skyline, ja. Und ich meine, die Zeit mit dem Auto war super schön. Es ist aber auch Zeit, sich einfach zu steigern und nicht auf einem Punkt stehen zu bleiben. Ja, die Aktion mit der Polizei hat mir einfach gezeigt, ja, dass ich in Deutschland so mit so einem Auto einfach nicht rumfahren brauche, ja. Ich meine, dafür habe ich immer noch meine Airride-Limo. Ja, die werde ich einfach nur noch auf Treffen bewegen. Und den Skyline haben wir auf deutscher Zulassung. Den können wir einfach so weiter bewegen. Und ich meine, ich habe ja schon mit vielen von euch gequatscht, ob das für euch in Ordnung ist, dass ich diesen Wagen weggebe. Ja, weil ihr habt ja schließlich die ganzen Teile dazu gesponsert. Ich habe ja gesagt, dass wir ja das Geld dann in den Skyline stecken. Und ja, ich werde das Auto jetzt quasi schlachten. Das heißt, die Felgen kommen ab, Fahrwerk kommt raus, Sitze raus und. Dass quasi der neue Besitzer nur eine Karosse mit Motor hat. Ja, und die restlichen Teile heben wir uns auf für einen neuen Winter E36 oder ähnliches. Die Person baut sich den Wagen dann selber auf. Er will ihn nicht driften, er will ihn sozusagen retten, quasi vor dem, was ich gemacht habe. Fresse da hinten, du brauchst gar nicht so lachen, Alter. Ja, guck mal lieber, dass dein Differential ganz wird. Wie gesagt, jetzt fällt mir mega schwer, aber ihr habt es ja im letzten Video gesehen, der Skyline ist da und ich denke mal, mit dem Skyline werden wir genauso viel Spaß haben, auch beim Aufbauen. Wir haben ja immer noch unsere E36 Airride Limo und ich würde sagen, für euch gibt es jetzt noch ein paar letzte Aufnahmen und danach übergeben wir das Ding dann dem neuen Besitzer. Gefühle sind gemischt und glücklich bin ich eigentlich nicht mit der Entscheidung. Also es liegt auch jetzt nicht daran, dass die Polizei hier irgendwas gemacht hat im Fahrzeug und so weiter und so fort. Ja, es liegt einfach nur daran, ich möchte einfach ein bisschen weiterkommen in meinem Leben. Ich habe einfach die letzten 5 Jahre nur E36 geschraubt, E36 gedriftet und E36 gemacht. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann einfach E36 nicht mehr sehen. So, ich habe meine Limo, ja. Die werden wir auch noch natürlich weiter umbauen, aber momentan ist einfach der Hype um den Golf 2 und um den Skyline. Ach man, was laber ich? Ich probiere es mir eigentlich nur gut zu reden. Eigentlich ist es total scheiße, mir tut es einfach nur leid. Aber irgendwo muss man einfach einen Schlussstrich ziehen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Lasst es mit den Kommentaren, gebt mir ein Dislike und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video zahlreich, wenn ihr mich jetzt dafür hasst. Natürlich ist es euch überlassen, aber ich hoffe, ihr könnt meine Entscheidung verstehen und unterstützen, dass das Community-Projekt weggeht und dafür halt der Skyline aufgebaut wird. Lasst euch gut gehen und bis dahin, ne?